Spitzke ab bei den Damen. Wenn sie den heute auch zusammenbringen, dann wären wir mit dem Rennen in 2 Stunden 31 Minuten und 36 Sekunden wieder im Ziel und hätten wir eine lässige Sache. Bei mir steht auch der Präsident, der in der Organisation mit Florian König hier mit dabei ist, Jürgen Brettschneider, der Präsident des Landesradsportverbandes Niederösterreich. Und der hat, glaube ich, ein bisschen schlaflose Nacht gehabt, eben genau wegen dem Sturm und dem Wetter, der in der Nacht war. Ja, Walter, das ist richtig. Wir haben vielleicht einige Sorgenkinder gehabt. Ich glaube, der Florian König ist heute in der Nacht 4-mal ausgefahren. Die Absperrung hier weggeweht und riesige Probleme mit dem Unwetter. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt eigentlich, sagen wir mal, den Umständen entsprechend gut haben. Wir werden heute eine sichere, super vierte Etappe sehen und freue mich schon. Und ich hoffe, dass der Valentin Zobel beim Nachwuchs das Gelb-Trikot verteidigen kann. Es wäre super, wenn wir zum Auftakt einen österreichischen Sieg hätten. Und bei den Damen wird es sicher noch spannend zwischen den Polinnen, wer da jetzt letztendlich das Rennen macht. Freue mich schon und bin gespannt jetzt auf eine tolle vierte Etappe.
Startzielbereich heraus, was ist der Grund dafür, wie ist da heute gegangen? Ja, es war von Anfang an ziemlich schnell. Bei der ersten oder zweiten Runde war nachher gleich mal ein Sturz. Da war ich dann ziemlich weit hinten, leider. Und dann bin ich nicht mehr vorgekommen und ich habe ein bisschen Probleme mit der Lunge, weil ich Corona gehabt habe und ja, ich spiele es halt immer noch ein bisschen. Okay, also wie viel Vorbereitung hast du für das Rennen gehabt, dass du Probleme gehabt? Also wie viel Zeit hast du bis jetzt gehabt, um dich vorzubereiten? Ehrlich gesagt nicht so viel, weil ich nebenbei nur Ausbildung mache und ja, es war ein bisschen stressig, aber hat schon passt. Und zu Dingen da vor Ort, was sagst du, wie gefällt dir das Rennen, das wird dir gefallen bis jetzt? Es war richtig cool, einmal, dass es in Österreich so eine Rundfahrt gibt und ja, richtig spannend, dass so viele Leute kommen sind. Hat mir gut gefallen. Okay, und nur kurz zu den Bedingungen. Heute ist das Wetter ja nicht so ideal. Hat man es beim Start gemerkt, dass es schon ein bisschen nieselig war oder hat man es auf der Strecke gemerkt, wie war der Belag? Belag war eigentlich relativ gut, es war ein bisschen nass, aber Gott sei Dank regnet es nicht, also hat gut passt eigentlich. Okay. Hast du jetzt vom Team noch irgendwen, für den du mitfiebern kannst jetzt auf der Strecke, also wie geht es euch? Ja, es sind relativ gut dabei die Mädels, ich hoffe es geht ihnen gut heute. Okay. Dann noch viel Spaß beim Rennen. Danke.
So, wir sind jetzt wieder hier in Mackersdorf und zwar nicht bei der Ziellinie, sondern wir stehen jetzt hier direkt vor der Sponsorwand und jetzt sind gerade die zweite Runde passiert bei den Damen der Women's Tour und wir haben gesehen, eine Dame, die sehr gut gelegen ist in der Nachwuchswertung, Daniela Schmitzberger vom Nationalteam, hat anscheinend einen Sturz gehabt, ist jetzt zurück, die hätte auch noch Chancen gehabt, vielleicht das weiße Reihweißen-Trikot hier sich zu holen. Und jetzt bei mir habe ich den Papa von der Daniela Schmitzberger, den Norbert Schmitzberger, selber ja auch mehrfacher österreichischer Mastermeister, also der fährt auch immer noch Rennen. Nur hat ein bisschen Pech jetzt gehabt für die Daniela, weil ich denke, sie war ja in Stephansharth noch die beste Österreicherin, da ist sie sehr gelegen mit dem Berg, heute wäre auch ein Berg drinnen und ich denke, die Daniela hätte sich sicher dann noch ein bisschen Chancen ausgerechnet auf das weiße Reihweißen-Trikot, oder? Das ist richtig, nein, sie war gut drauf, ist leider in der ersten Runde gestürzt und auf die Hüften gefallen. Jetzt können wir nur hoffen, dass vielleicht über im Konvoi noch einmal zurückkommt, aber es wird sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem war das die Rundfahrt bis jetzt für Dani wirklich super und hat alles gepasst. Und heute ist es halt einmal nicht ganz so gut gelaufen. Das gehört zum Radsport. So, eine Frage noch vielleicht noch. Eine Frage noch von meiner Seite. Ich meine, es ist ja sehr schade, aber ich habe jetzt geschaut, 1 Minute 30 ist der Rückstand auf die Spitze. Vor mir natürlich ordentlich Tempo gegeben, aber nur weil generell, du bist ja schon bei vielen Radsportveranstaltungen gewesen. Was sagst du zu dieser Rundfahrt für die Ladies hier in Niederösterreich? Das ist eine fantastische Geschichte, dass es so eine Rundfahrt gibt. Also das ist top organisierte Veranstaltung. Das Teilnehmerfeld ist natürlich gewaltig, weil es wirklich sehr stark international besetzt ist. Ja, wie gesagt, Gratulation am Veranstalter. Ist eine tolle Sache.
Der Roland hat meinen Einsatz bekommen. Der Roland hat meinen Einsatz bekommen. Und er gewinnt die Etappe. Und so wird es vierter. Dann hätte Halska noch die Rundfahrt gewonnen. Also 7 Minuten der Vorsprung von Halska und Zobel auf die Stadt von 81. Also es gibt eine halbe Minute Rückstand durchgekommen. Und die Jungs geht da ordentlich an, 641, also jetzt auch einen Schnitt von 38 Stoppkilometer.
So, wir sind wieder hier zurück an der Strecke. Ganz kurz vielleicht zum Rennen der Kids Tour. Valentin Zobel, der führende im gelben Trikot, hat sich jetzt bei den Sprintwertungen Bonussekunden geholt und führt jetzt 7 Sekunden vor dem Slowaken Haluschka. Also wenn, der müsste jetzt schon die Etappe gewinnen und Valentin Zobel dürfte nicht unter die ersten drei kommen, dann könnte Haluschka noch den Gesamtsieg holen. Aber es schaut sehr gut aus für den Mann im Team von LAV Oberösterreich. Bei mir ist aber jetzt der Veranstalter Florian König. Den wollen wir natürlich auch gleich fragen. Wir sind ja fast schon im Finale dieser zweiten internationalen Sportland Niederösterreich Women's and Kids Tour. Florian, heute Nacht war es ein bisschen stressig, Wind und so weiter, das Wetter nicht ganz mitgespielt, aber ein Resümee von der Veranstaltung kann man schon ziehen? Ja, ich denke schon. Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir haben sehr positives Feedback bekommen, auch von den ganzen Teilnehmern, von den Teams, von den sportlichen Leitern. Auch die Bürgermeister und die Vertreter der Sponsoren haben uns ein sehr positives Feedback gegeben. Und ja, meine Leute vom Verein, vom LAV Niederösterreich, das Kommissarskollegium, der Livestream, die haben alle eine Spitzenarbeit geleistet. Ja, und auf das kann ich schon sehr stolz sein, dass ich so ein Team hinter mir stehen habe. Aber man hat doch gehört, auf Anzeitig, Jürgen Brettschneider ist auf Anzeitig mit dabei, aber wie war die Unterstützung dieser Seiten des Landes? Ja, ich darf mich da eigentlich nicht beklagen. Also vom Harry Mayer, vom Präsidenten, haben wir Unterstützung bekommen. Der Rudi Massak war behilflich bei der Ausschreibung. Der Christoph Hugel und der Nico Wolny waren auch immer wieder für mich da und ein offenes Ohr. Einzig, was ich halt wirklich gar nicht verstehe, es gibt einen Damenreferenten von Österreich, der sich bei dieser Veranstaltung nicht blicken lässt, kein Damen-Elite-Nationalteam stellt. Und ja, ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist. Wenn der Verband schon so großes Interesse hat, das Thema Gender so in den Mittelpunkt zu stellen, dass sich dann halt der Damenreferent fernhält. Das finde ich halt sehr schade, ist meine persönliche Meinung. Ja, wird man sehen, was da die Zukunft bringt. Ja, also wir haben ja schon festgestellt, Kokina Graz wäre natürlich super gewesen, wenn die gestartet wären. Mir wundert es, dass die Fahrerinnen da nicht den Aufstand betreiben. Weil ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich auch international nicht unterwegs. Auch die Föstmannschaft fällt, das ist vielleicht die einzige wärmestrockene Veranstaltung. Aber von den Teams her, glaube ich, sind wir mit den zwei polnischen Mannschaften, kann man ja sagen, ist ja die, ich will nicht sagen die Weltklasse, aber die zweite Liga des Frauenradsports ist sicher hier in Niederösterreich am Start. Ja, genau, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt zwar keine UCI-Teams am Start, wir haben 7 Nationalteams. Wir haben mit Matatom, mit TKK, Pacific Nestle, 2 polnische Spitzenteams mit dabei. RSG Gießen, Biela, die waren letzte Woche noch bei der Thüringen-Rundfahrt im Einsatz. Da hat die Katharina Fox die zweite Etappe gewonnen. Also das Fahrerinnenfeld, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht verstecken, was da in Niederösterreich jetzt die letzten 4 Tage unterwegs war. Ja, sicher, super Sport. Und das war es einmal hier mit Florian König. Jetzt warten wir auf den Zielanlauf der Kids Tour und ich gehe wieder zurück ins Studio zu den beiden Herren aus der Steiermark. Ich hoffe, die sind schon auch relativ gut ausgeschlafen, denn heute haben sie einen frühen Arbeitstag gehabt. Und zurück jetzt an Uwe Hohle und an den lieben Thomas Binder. Oder auch Tom Pidcock und dann kommen sie auf die Straße und fahren dort auch die Siege bei den Profis ein. Und so ist es auch die Jetz-Brüder zum Beispiel, die kommen von der Bahn. Fredrik Wiggins ist ja auch von der Bahn gekommen. Also das sind die Zugänge hier, wie man auch den Radsport ordentlich erlernen kann. Bahn sowieso, alles natürlich Indoor, kein Straßenverkehr, dasselbe gilt auch für Cyclocross im Gelände, kein Straßenverkehr. Und da kann man auch sehr, sehr gut die Fitness trainieren. So, jetzt kommt wieder ein größeres Damenfeld. Und von der, haben wir gerade gehört, von Zopfgartner, Rennleiter 2 hat uns informiert, 5-Mann-Spitze noch bei der Kids-Tour, der Gelbe ist da drin und Haluschka, der Zweite, der den Valentin Zobel noch gefährlich hätte werden können, hat einen Rückstand von 1/2 Minute.
So, wir sind wieder live hier aus Mackersdorf vom Fliegerhorst und gerade jetzt, wie es passiert, der Zieleinlauf bei der Kids Tour und es war spannend, 5 Leute waren draußen und der Gelbe im Sportland Niederösterreich Trikot war auch vorne dabei und hat sich den zweiten Etappenplatz geholt und damit auch den Sieg. Gratuliere mir Valentin Zobel vom Landesradsportverband Oberösterreich. Valentin, vielleicht ganz kurz gleich jetzt nach der Etappe, man sieht auch noch den Schmutz im Gesicht, also es hat auch wieder stärker jetzt zu regnen begonnen. Wie war es? Erzähl ein bisschen. Ja, es war brutal hart, es war voll anstrengend gegen den Enzo. Der Regen hat es nicht einfach gemacht, es war richtig hart. Es war super Eindrücke, die letzten Etappen, es war irrsinnig heiß. Die Tour war richtig geil, ich bin voll happy, das ganze Team ist happy, danke. Also es war ganz knapp, du warst dann genau eine Sekunde vor der heutigen Etappe vorne. Ihr habt euch, glaube ich, dann bei der letzten Bergwertung des Tages, also 1,5 Runden vor Schluss, dann vom Hauptfeld abgesetzt. Ja genau, also der Enzo Alfersdorfer hat attackiert, wir haben dann verlängert und haben den richtigen Geruch gehabt, also richtigen Riecher gehabt und haben dann verlängert und die Lücke ist aufgegangen. Zur Erklärung, Enzo Albersdorfer ist der Mann, der heute die Bergwertung noch geholt hat, also das blaue Giving-Trikot wird er tragen, das rote Gatorade-Trikot hat er sich auch gesichert, der Mann, der gestern seinen 14. Geburtstag gefeiert hat. Also auch bei der Kids Tour tolle Eindrücke, toller Sport ist hier gezeigt worden und ich gebe dir zurück ins Studio.
Wollen wir nicht das satte Grün erklimmen? Ich würde lieber in des Himmels Spiegel schwimmen. Lass uns Nadelböden und Lichtstreifen erfahren. Aber was ist mit den Tropfen, den kostbaren? Mir ist nach genüsslichen Geschmacksvertretern. Und mir nach Körpereinsatz auf Höhenmetern. Heute nur die Blumen flüstern lassen. Oder Kultur mit allen Sinnen erfassen. Erfrischend erholsam. Der Sommer in Niederösterreich. Da sein, wo Menschen leben. Da sein, wo Betriebe wirtschaften. Da sein, wo Familien planen. Dabei sein, wo Traditionen leben, Initiativen entstehen, Ideen wachsen. Mit 1500 Genossenschaften und über 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Überall in Österreich. Raiffeisen. Die Kraft der Nähe. Mitmachen, weil man Anteil nimmt. Mitgestalten, weil man Anteil hat. Mitreden, weil man Stimme hat. Selbst entscheiden, weil es um das eigene Unternehmen geht. Die eigenen Ziele, die eigene Verantwortung. 16.000 gewählte Funktionärinnen und Funktionäre wissen es. 2 Millionen Mitglieder können es. Raiffeisen. Die Kraft der Eigenverantwortung. Verstehen, wo einer alleine zu wenig ist. Erleben, wie einer für den anderen da sein kann. Erkennen, was möglich wird, wenn man es zusammen möglich macht. Die Idee der Genossenschaft ist so stark und aktuell wie am ersten Tag. Raiffeisen. Die Kraft des Miteinander. Was einer allein nicht schafft, schaffen viele. Was uns alle verbindet, ist dieser Gedanke. Raiffeisen. Die Kraft der Idee.
So, wir melden uns wieder aus Markersdorf. Das Damenrennen geht jetzt bereits in die letzten drei Runden und die Polinnen dominieren nach wie vor das Geschehen. Aber das ist eh alles super zu sehen hier mit den Kameras, wo die Bilder eingefangen werden. Da sind wir schon dabei. Neben mir jetzt der Präsident des Niederösterreichischen Landesradsportverbandes, Jürgen Bretschneider. Jürgen, wurde ja beworben, die erste Damenrundfahrt, die im Fernsehen, im Livestream live übertragen wird. Jetzt sind wir kurz vorm Ende der vierten Etappe, kurz vor dem Ende der zweiten Sportland Niederösterreich Ladies Tour. Dein Resümee als Präsident. Ja, mein Resümee als Präsident kann ich sagen, ich bin erst einmal danke an den Organisator. Wirklich tolle Leistung des gesamten Teams vom Radrennteam Billachtal, auch mit Roland Pils und Norbert Dürauer, die sich da wirklich sehr engagiert haben, dass diese Rundfahrt überhaupt stattfinden hat können. Und ja, die sportlichen Leistungen, die wir gesehen haben, waren super. Das Wetter hat heute auch nochmal sich von seiner Seite gezeigt. Harte Bedingungen, fast wie Paris-Roubaix in den argen Zeiten. Und ich denke, wir werden würdige Siegerinnen sehen. Die Polinnen drücken arg an, die konkurrieren sich gegenseitig. Und ja, also ich bin mega happy. Und wenn wir dann fertig sind, es war wirklich ein tolles Zeichen für den Radsport und ich glaube auch für das Sportland Niederösterreich eine würdige Veranstaltung. Ja, so ist es. Leider Gottes hat es jetzt wieder mehr zum Regnen angefangen. Also zwei Runden, wenn die Damen jetzt durchkommen, haben wir noch. Und dann ist der Tag ja noch nicht zu Ende, denn um 12 Uhr starten dann auch noch die Amateure und die haben heute ihre österreichischen Straßenmeisterschaften. Ich gehe wieder zurück ins Studio.
Fahrer einen Defekt jetzt. Ich krieg da ein neues Hinterrad oder irgendwas. Ist das? Ist jetzt spannend.
und da ist das Kursöffnis hier um den Tagessieg, meine Damen und Herren. Ja, um den Tagessieg, das ist ein schönes Kursöffnis. Wir sind uns hier da Internationalen und die Wartnummer 1 Kursi, denn ich hier Kursöffnis und die Wartnummer 1 Kursi, danke, Lucia Pietra. Irgendwas Wasser reingegangen, oder wie? Ja. Nein, ich weiß nicht, ich habe ganz leise. Was war das? Bei meinem Handy war es gut. Ich stelle mal die Kamera auf. Das ist der Wittgenstein, die Schatten anziehen. Da ist auch die Christina Kaplaner, das ist gegangen mit dem weißen Kürzel. Also, ich muss jetzt sagen, die Pia Petra, die Pia. Das kann man die Kamera sehen, weil ich nicht. Ich
Stift hier von Herzogen und Burg dann in den Kreisverkehr herein. Auch vorher haben wir da wieder Mini-Probleme bei der ein oder anderen Fahrerin gesehen. Und was wir bei ihr gesehen haben, sie... Die nicht genannt werden will, bei der bedanken wir uns recht herzlich, hat Marlene... So zieht denn nichts. Ich gebe dir dann wieder Bescheid, kannst du das Mikro zählen? Und hören nur, wenn ich selber nicht da rede. Maske. Ja, meine Herren, wir sind wieder hier im Zelt bei der Siegerehrung. Und zwar machen wir jetzt die Flower-Zeremonie und die Überreichung des gelben Sportler Niederösterreichs-Trikot. Dieses Trikot wird jetzt übergeben von dem Präsidenten des Niederösterreichischen Landesradsportverbandes, Jürgen Brettschneider. Und wir beginnen mit den Damen Ladies First und die Gesamtsiegerin. Die war ja vor 2 Jahren auch schon hier, ist dort 15. geworden und gewinnt jetzt diese Rundfahrt vom TKK Pacific Nestle Fitness, nämlich die Aurelia Nerlo. Eine Caffissimo von Cibo überreicht von Organisator Florian König. Aurelia, a few words about your victory here in Markusdorf. A few words, please. Yes, if I can. I want to say huge thanks for my teammate because it was our success and we made it together. Today, this jersey, it wasn't possible if it wasn't possible if they didn't help me today because they give me heart and yeah, it my teammates work for me and did Everson work
on this stage and also on the last and on the every stage. Sorry, I'm stressful so much. Also, es war auf alle Fälle zwei, drei harte Tage, hat sie gesagt, und die Mannschaft hat für sie gearbeitet und sie ist happy, hier dieses Trikot eingefahren zu haben. Congratulations. Ja, und jetzt da stellen wir noch dazu gleich neben die Dame, und zwar ein junger Mann aus Oberösterreich, heuer schon aktueller Zeitvermeister, und er hat heute in souveräner Manier hier sich das gelbe Trikot gehabt, war vor der Etappe gar nicht einfach, nur eine Sekunde Vorsprung, aber schlussendlich hat er sich gegen den Slowaken Haluschka hier klar durchgesetzt. Der Sieger der Kids Tour 2021 kommt auch vom Landesradsportverband Oberösterreich, Valentin Zobel. Ja, betreut von Landestrainer Valentin Zeller, war ja eine Mixed-Mannschaft, nämlich mit dem Landesradsportverband Kärnten, also auch mit Paco Rollig, dem Präsidenten des Kärntner Landesradsportverbandes, haben sie da ein gemeinsames Team gebildet, und der Valentin hat sich hier jetzt diesen Preis hier geholt. Vielleicht auch von Valentin ein paar Worte hier zu seinem Sieg. Ja, es war richtig cool. Ich freue mich voll über den Sieg. Danke nochmal an mein Team, das, was mir das ermöglicht hat. Danke an den Trainer, an den Paco Frohlich, an die ganzen anderen, an den Valentin Zeller. Es war ein richtig cooler Tag, es war ein geiles Wochenende. Es war richtig geil, also danke. Also, wie es bei den Jungen üblich ist, da ist es so ziemlich immer alles geil. Das heißt, wenn es geil ist, dann war es eine tolle Rundfahrt. Also, ich sage mal, das war's hier von der Flower-Zeremonie. Es geht dann noch um 12:30 hier weiter mit der Siegerehrung, auch mit den Wrestling-Trikots, mit der Tageswertung. Heute wartet auf uns noch die österreichische Meisterschaft der Amateure. Also, der Arbeitstag ist noch nicht vorbei. Noch viel Arbeit auch für Florian König, für den Präsidenten. Aber wir sagen mal, das war's hier aus Markersdorf, und ich gehe wieder zurück ins Studio. Nüsslichen Geschmacksvertretern. Und mir nach Körpereinsatz auf Höhenmetern. Heute nur die Blumen flüstern lassen. Oder Kultur mit allen Sinnen erfassen. Erfrischend erholsam. Der Sommer in Niederösterreich. Da sein, wo Menschen leben. Da sein, wo Betriebe wirtschaften. Da sein, wo Familien planen. Dabei sein, wo Traditionen leben, Initiativen entstehen, Ideen wachsen. Mit 1500 Genossenschaften und über 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Überall in Österreich. Raiffeisen. Die Kraft der Nähe. Mitmachen, weil man Anteil nimmt. Mitgestalten, weil man Anteil hat. Mitreden, weil man Stimme hat. Selbst entscheiden, weil es um das eigene Unternehmen geht. Die eigenen Ziele, die eigene Verantwortung. 16.000 gewählte Funktionärinnen und Funktionäre wissen es. 2 Millionen Mitglieder können es. Raiffeisen. Die Kraft der Eigenverantwortung. Verstehen, wo einer alleine zu wenig ist. Erleben, wie einer für den anderen da sein kann. Erkennen, was möglich wird, wenn man es zusammen möglich macht. Die Idee der Genossenschaft ist so stark und aktuell wie am ersten Tag. Raiffeisen. Die Kraft des Miteinander.
Was einer allein nicht schafft, schaffen viele. Was uns alle verbindet, ist dieser Gedanke. Raiffeisen. Die Kraft der Idee.